die alle da draußen rumhüpfen. So. Ich wollte gerade sagen, du gehst. Stabstrom kriegt er gerade nicht hin, komm, ich bin nicht mal weg. Ich brauche die Punkte. Ich hoffe, warte mal auf die Bank. Ich will Starkstrom gegen ihn einsetzen. Los, komm raus. Sehr gut, danke. Und gib ihm mal nach. Immer nach. Hardboiled geht hier auch ein bisschen ab. Finde ich gut. So. Du machen wir mal einen Sirenengesang. Hier geht mal ein bisschen ab. Mal gucken, ob der Chirurg Angst vor Blut hat. Na, es geht. Ich mal hier draußen. Hier. Nee. Hier oben. So. Ah, Harry kann ich auch hier draußen bitten, klar. Ich kann sie hier draußen bitten. Das war's dann aber auch schon. Ich brauche die Punkte für. Bank. Ich will die Kakophonie einsetzen, sobald ein paar in der Nähe sind. Hier, sobald. Sobald die hier alle wieder mal zurückkommen. So. So, wieder mal einen abgefackelt. Harry, binden wir mal hier draußen. Mach hier mal ein Geistergeschenk hin. Binden Weather Witch hier raus für den Sirenengesang. Und Quiver hier hin. Damit er mir hier so ein paar Leute mal anlockt.
Kletterklaw sitzt da eigentlich ganz gut. Beziehungsweise Kletterklaw bin ich mal hier. Ich denke, hier sitzt er ein bisschen besser noch. Der Gute hier darf dann auch ein bisschen hier Schrecken machen. Und ich binde meinen guten Firetail hier dran. Sterbliche zugegen sind. Und er soll Dinge abfackeln. So. Harry. Ja, er hier, der dreht hier auch ein bisschen ab. Harry binden wir. Nein. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Sehr gut. Na gut, bringt das jetzt nichts. Die beiden sind raus. Harry. So, machen wir das Geschenk frei, mein guter Obsession. Müsste ja Leute auch machen, ne? Vorgestellt mal 230 Punkte. Den schreibe ich mal runter. Okay. Jetzt dreht sie durch. Okay, jetzt ist hier mal ein Gestaltwandler. So, so langsam füllt sich's. Wo ist der eigentlich? Oh, der sitzt in seinem Raum da hinten. An seinem Laptop und spielt Minecraft. Ja. Sorry. So. Befehle. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. So. Titi? Hopp, hopp, hopp. Los. Sieh mal dahin. Der. Ach so, der rennt hier rum. Da.
Bam. So. Auf dem Klo auf Fackel. Beim Scheißen. Meine Toilette brennt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, eins der Geschenke hat aufgehört. So. Ich drücke immer nach oben. Schnell nach unten. Was ich eigentlich hindrücken will. Feuerball! Alles abfackeln. Ihr müsst auch so mal verschwinden. Starkstrom! Oh! Bist du drin? Was ist das? Mir zu? Ihn hier haben wir nicht nur verschreckt, sondern er ist auch noch emotional vollkommen gestört. Also wir haben ihn in den Wahnsinn getrieben und vertrieben. Gibt, glaube ich, Doppelpunkte. Bist du Patient? In deiner Schlag. Mach den deiner Schlag. Los! Benutzt Donner! Achso, ist hardboiled. Okay. Ah, und gewonnen. Ja, Brigitte haben wir leider nicht bekommen, aber hey, man kann nicht alles haben, denke ich. Dürfte jetzt unglaublich viele Punkte bringen, auch wenn ich ziemlich lange gebraucht habe. Aber die Mission dauert echt wirklich lang, also viel kürzer habe ich sie nie wirklich hinbekommen. Ich weiß nicht, wenn man halt vorher am Anfang noch die Geister versucht zu bekommen. Aber wir haben viele Schreie verursacht. Und wir haben einen Wahnsinnigen und 22 in die Flucht geschlagen. Damit haben wir... Ja, 40 Minuten passt ja. 831 Punkte bekommen. Sehr gut. Okay. Und damit öffnet sich das Irrlicht, Blair Irrlicht Project. Ja. Nicht Blair Witch Project, sondern Blair Irrlicht Project. Die Mission werde ich auch noch machen. So. Um den Darkling zu befreien, sind weitere verlorene Seelen vonnöten. Drei törichte Filmemacher haben im Auftrag der Universität den Wald betreten, um nach einer von Gier getriebenen Legende zu suchen. Führe sie zur Hütte und bringen sie dazu, das Beschwörungsritual zu wiederholen. Und bald können wir den Darkling befehligen.